auf die Plätze. Die Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg, normalerweise Heimstätte des aktuellen Wasserball-Double-Gewinners Wasserfreunde Spandau. Vom Montag bis Mittwoch allerdings nicht, denn hier duellieren sich Schwimmer aus 16 Bundesländern in 4 verschiedenen Wettkampfklassen. Das Schöne ist, dass wir diese Veranstaltung gemeinsam durchführen. Das hat sich jetzt im zweiten Jahr auch schon ein wenig eingepegelt, also die Nichtbehinderten und die Behinderten schon zusammen. Und gerade vor dem Hintergrund Inklusion in Schule ist es hier ganz wichtig, in einer solchen sportlichen Veranstaltung Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Inklusion, das beschreibende Wort der Veranstaltung. Zum Start des zweiten Tages duellieren sich die Teilnehmer in sogenannten Mixed-Staffeln. Also 4 Sportler ohne und 4 mit Handicap. Ich finde es auch sehr schön, dass Paralympics und Olympia zusammen trainieren sozusagen, in Anführungsstrichen. Ja, ist auf jeden Fall cool, mit den paralympischen Schwimmern mitzuschwimmen und ja, es macht Spaß. Den ersten Platz in der Get-Together-Staffel sichert sich Brandenburg in 1:57.06. Nur ganz knapp dahinter die Gastgeber aus Berlin. Mit 1:59.47 und Mecklenburg-Vorpommern. Besonders für die Trainer ein Auf und Ab der Gefühle. Ja, also es sind ganz gemischte Gefühle von Freude bis bei einigen traurig. Dann muss man mal ein bisschen Papa sein und die Kinder trösten. Aber insgesamt sind es tolle zwei Tage Wettkampf mit allen Emotionen von Freude, Trauer, Spaß, alles Mögliche haben wir da beisammen. Eine, die auf jeden Fall nicht getröstet werden muss, ist Emily Telle, Vize-Europameisterin von 2014. Seit 2012 in Berlin und zu 90% blind. Die Sportlerin der Berliner Wasserratten dominiert alle ihre Rennen und zeigt vor allem über die 50 Meter Brust eine klasse Leistung. Sie gewinnt in 0:38.94, bleibt aber knapp über ihrer Bestzeit. Es war ganz in Ordnung. Dafür, dass ich sehr viel trainiert habe die letzten Wochen, ist es wirklich eine recht passable Zeit, kann man sagen. In Zukunft werden die Wettkämpfe dann wieder in der SSE an der Landsberger Allee ausgerichtet. Kein Wunder, denn bei solch guter Laune und tollen Menschen muss eine größere Halle her.